Servus Freunde, willkommen zurück auf der Stappenbach. Wir sind wieder ein Duett mit dabei, ist der Steffen. Hallo. Jo, wir haben gleich ein bisschen was gemacht offscreen. Wir haben ein bisschen was an der Maschine geändert. Und zwar haben wir den Drescher verkauft, der eine Sambo, was weiß ich, wieder ist. Und haben uns einen neuen geholt, den zeige ich euch gleich. Haben noch eine neue Press mit auf den Server genommen. Die, wie ist denn, Lelly. Steht leider jetzt nicht dabei, oder? Aber, nee. Die hat der Steffen jetzt am Start. Mit der tut der Steffen. Komm doch mal rin, dann komm doch mal rin gesprungen, guck. Da komm ich mal was jetzt. Da ist sie. So. Die Lelly Welge. Aha. Tornado. Alles klar. Gab's da, glaube ich, schon in 13er. Ah, jetzt bin ich natürlich am Drescher. Der Glas Mega 218 haben wir uns noch geholt. Ja, das war's vorerst mal, was wir uns jetzt kaufen. Mehr konnten wir uns bis jetzt nicht leisten. An der BGA wird sich jetzt auch gleich was tun. Da haben wir auch noch was Neues mit auf den Server hingenommen. Muss ich aber gleich noch kaufen. Weiß allerdings noch gar nicht, was für Schaufel ich nehme, weil ich habe in einem Let's Play gesehen, dass er die Radladeschaufel, glaube ich, gar nicht nimmt. Du musst mir die, glaube ich, mit Telelader musst mir anhängen. Das testen wir aber gleich. Fahren dann erst hoch ans Feld. Den haben wir gerade ausgekippt. Und Kredit haben wir noch 200.000 Euro. Die werden wir aber hoffentlich jetzt bald wegbringen. Man hat gerade gesehen, beim Vorspulen für nächste Tag hat es uns 140.000 Euro abgezogen. Das ist schon ein bisschen heftig. Jetzt haben wir den Parken gerade da. Am Feld. So. Dann stellen wir da ab. Und dann würde ich sagen, kaufen wir gerade schnell den Radlader und zwar da der Hanomag. Auswahl wird gekauft. Steht beim Händler. So, jetzt was für Radlader, Telelader. So, ich versuch's. Mieten wir die erst. Probieren's aus. Weil ich weiß nicht, ob die passt. Schade, hat er noch keiner, Gott sei Dank. Ja. So, die nimmt er nicht. Jetzt testen wir jetzt. Kaufen wir uns gerade noch die. Kaufen wir einfach mal die vom Telelader. Kaufen. So. Und jetzt hängen wir die vom Telelader mal auf. Die da, die nimmt er. Teleladerschaufel nimmt er, Radladerschaufel nicht. Ah, komisch, ne? Ja. So, gucken wir mal, Reloader, die geben wir zurück. So, dann fahren wir denn gerade schnell. So. An die BGA. Und dann ist der Arme uns. Haben wir unseren
eigenen Radlader, den man an die BGA schon stellen können. Oder? Ist aber ganz schön zügig unterwegs, der Knecht. Was wir die Infahrt nicht verpassen. Wetter draußen sieht hier nicht so rosig aus, so im Spiel. Wobei es dann draußen bei uns, glaube ich, auch nicht so rosig aussieht. Hat sich halt mit der Asche zugezogen. Jetzt allerdings nur 5000 Liter in die Schaufel. So, Annie hauen wir noch hin und dann gehen wir wieder mit Drescher. So. Ja, fahren wir da Vorgewinde, fangen wir da an. Der sieht richtig gut aus. Das ist also so ein älteres Drescher-Modell ist. Ja, das stimmt. Das ist wirklich schön. Screenshot gemacht.
Was komisch war, war, dass der halt am Anfang da auf dem Feld 95, ich verstehe nicht, warum der da die Schwab nicht oft genug gehabt hat, ne? Anscheinend ist das irgendwie, ich gehe davon aus, dass es gar nicht so arisch an den Presse leid, dass das einfach nur irgendwie Synchrofehler oder keine Ahnung. Ich sag, mit der Originalpresse hat er ja nichts genommen, ne? Ja, das genau das ist das. Und die, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die John Deere Press, wo wir drauf gemacht haben, dass die geht im Multiplayer. Das Einzige, was Sinn kann, dass er halt nicht auf dem Server geht. Aber selbst dann wäre ich mir nicht sicher, ob das so so Mucke machen geht. Da müsste ja gar nicht gehen, oder? Also sie dürft ja gar nicht. Ich weiß nicht genau, wie das ist, aber. Ich auch nicht, Connections sind, dass er auf dem Server Fehler schmeißt. Ja. Dass es deswegen nicht gelaufen ist, aber. Ja, irgendwas ist im Argen. Ich find's richtig schade. Jo. Muss ich ganz ehrlich sagen, mich ärgert das wie Sau. Mit Abstand die Best Press, wo ich ja eigentlich so zum Download krieg. Wo wirklich alles passt, wo ich ja alles machen kann, wo ich ja alles dabei hast. Und wo super, super Grafik und alles hat, von der Balle her, von der Textur her. Ja. Und dann geht's nicht. Mehr es auch gut abgeht, ist der Stab, wo du rauszieht aus dem Press. Das hast du bei dir zum Beispiel jetzt gar nicht. Naja. Ja, hast du mal die Dings gesiegert, wo der Christian ich immer gehabt hatte, auf der Bergmann hatten wir die auch gehabt. Was? Und zwar, das sind dieselbe, das ist eigentlich die Originalpress von New Holland, Quader wie Rundballe. Aber halt mit Farbwahl. Ich sah da, wenn du da mit dem Ding Presse tust und du fahrst hinten drauf her, ja, doch, mit der, ja, ich weiß, mit der habe ich auch schon gepresst auf der Hofbergmann. Ja, ja. Ich schmeiß da auch ganz schön die Nebelschwarte nicht her, das siehst du auch nichts mehr. Ja, aber so arig brauchst du nicht. Geht ja alles die Map. Also die. Da brecht der da die FPS und alles in. Irgendwann. Naja. Ja, apropos, ich schon jetzt da irgendwie mal was gehört, dass da eventuell von der Stappenbach FPS. Schon der Version käme. Ich bin schon wirklich mal interessiert, ob das wirklich so ist und wann das wäre ungefähr. Ja, es könnte ruhig ein bisschen und, ich lockerer hoff, sein. Ich hoffe dann halt auch, dass ich keiner ihr Spielstand aufhängen muss, ne? Na gut, das wäre ja egal. Mein Gott. So weit sind wir jetzt auch wieder nicht. Jetzt haben wir mal EGA fast fast bezahlt. Ja gut, aber. Ich meine, man geht mehr hier, macht Heiko, Safe Game, anders, macht man sich das Geld vor drauf für die BGA. Ajo, Heiko, wir haben das doch schon öfters gemacht. 150 Mal neue Spielstellen. Ajo, guck mal, wie wir bei der Waldkarte. V1, V2, haben wir ja genau selber. Haben wir fast auf jeder V, haben wir neue Safe Game auch gefahren. Richtig. Ja. Dann. Na gut, das war die Endsicht so, wo wir am Stick alle Versionen gespielt haben. Ich glaube, die Hofbergmann, da hat er die V1 gespielt gehabt. Dann die V2, ne? Da hat er ja auch, glaube ich, den Spielstand mit River genommen. Ja. Obwohl er voll. Eieiei, der fährt ihn so schnell los, ja, wenn er voll ist. So.
Fanggeschehen. Vor allem müssen wir uns da mit dem Krams beeilen, weil ich weiß nicht, ob es da mal Reh gibt da auf der Map. Ist ziemlich zu, ne? Mhm. Hauptsache der Oberfahrt noch in einem Heißluftballon durch die Gegend. Du, der Blitz in Schlad, herzlichen Glückwunsch. Das wär's hier, oder? Du hättest den Blitz drin donnert in den Heißluftballon. Und er fliegt durch die Passiert, glaube ich, nichts. Passiert hier nichts. Normalerweise, das ist ja, das hat ja kein Bodenkontakt. Ja, ja. Gut, aber ich würde sagen, das war's für heute. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, Rinnhaue. Tschüss. Tschüss.